Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Mondopposition Pluto. Sehr spannender Aspekt. Ich würde sagen, ganz einfach aufgelöst bedeutet er, dass die Maßnahmen der Behörden, der Wirtschaft, der Industrie, dem Handel im eigenen Land, viertes Haus, große, große Schwierigkeiten bereiten und dass dadurch natürlich auch für die Bevölkerung großes Leid entsteht. Ist ja logisch, weil wenn dieses System zurückgefahren wird, wenn Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, dann haben eben die Menschen viel, viel weniger Möglichkeiten und sie müssen eben ihr altes Leben halt verändern. Es wird halt einfacher und bescheidener. Und dieser Aspekt sozusagen mit der Wirtschaft, mit der Industrie wird hier in der Opposition zwischen Mars und Neptun, weil das ist jetzt das beherrschende Thema für die nächsten 14 Tage. Ja? Wir sehen ganz, ganz starke Besetzung des Aszendenten mit Mars und mit Neptun am Deszendenten. Wer ist der Mars? Der Mars ist zum einen der Herrscher des dritten Hauses, wie auch Pluto. Das heißt, steht für Wirtschaft, Handel und Industrie. Und zum anderen, ja, zum anderen ist der Mars, auch da nehmen wir die rechte Hand, ist auch, wenn wir zwei zur Verfügung, gell, also das ist ja Multimedia-Schau sozusagen, ja, also der Mars ist auch der Herrscher des achten Hauses, ja, also Untergang, Niedergang, von mir aus Transformation, starker Veränderungsprozess. Also das Thema, was der Mond-Pluto-Aspekt, die Opposition schon mal angesprochen hat, angeschnitten hat, wird hier in Mars-Neptun Opposition fortgesetzt. Und zwar dieses Mal sehr, sehr offensichtlich. Ja? Sehr, sehr offensichtlich. Und sie wollen, das kann man natürlich aus dieser Opposition auch ablesen, sie wollen es über Neptun verheimlichen. Ja? Sie wollen sozusagen das Ganze irgendwie unterm Teppich kehren, aber das Ding ist so groß, das geht nicht mehr. Ja? Das wäre ungefähr so, ja, ich weiß nicht, als hätte ich im Wohnzimmer einen halben Meter oder von mir ist 30 Zentimeter Staub und Schmutz und lege darauf den Teppich. Es ist schwer zu übersehen. Ja? Also das heißt, hier haben wir jetzt das Thema bezüglich Niedergang der Industrie, Niedergang der Wirtschaft, also Herrscher von 3 und 8 an der Spitze des ersten Hauses. Das sagt er, ist eine wahnsinnsintensive Botschaft. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, ja, das bedeutet natürlich auch, große Nervosität in den nächsten 14 Tagen. Ich sehe das leider in den Karten nicht, aber also in den Karten, in den Zahlen, aber die 16 würde ich sagen, lese ich hier aus der Besetzung Mars am Aszendenten und halt eben der Neptun, der sehr viele Unsicherheiten, große Schwächung bringt. Ja, das ganze Land, weil es ja hier, weil er das erste Haus für Deutschland, für Österreich, von mir aus für Mitteleuropa steht, ja, wird das alles sehr stark geschwächt und ist auch sehr, sehr unberechenbar, wie auch die Gesamtenergie, wenn wir hier wieder auf die Sonne schauen, ja, Herrscher von 12 ist die Sonne, weil Spitze 12 das Haus, ist noch im Löwen. Der Löwe wird von der Sonne regiert und Herrscher von 12 in 12 ist einerseits eine starke Besetzung, aber weil es die Sonne betrifft, ist die ganze Situation jetzt in den nächsten 2 Wochen sehr unklar, sehr verschleiert, sehr nebelhaft. Und wenn wir uns an das gestrige Horoskop erinnern, da waren ja der Herrscher meines Wissens, des 9, oder meiner Erinnerung nach, des 9., 10. und 11. Hauses waren ja im 12. Haus. Ja? Also es waren große, große Mysterien, wenn ich so sagen darf, weil es war ja auch der Aspekt Mars-Neptun. Also hier haben wir die Neptun-Energie wieder voll an Bord. Also das heißt nicht nur die nächsten 2 Wochen, sondern meines Erachtens auch die nächsten 7,5 Monate, oder wie ich ausgerechnet habe, glaube ich 258 Tage, werden große Ratlosigkeit und große Verwirrung bringen. Wie gesagt, das Narrativ zerbröselt soeben, ja, das Narrativ ist nicht mehr zu halten. Immer mehr Wissenschaftler trauen sich jetzt an die Öffentlichkeit, weil es läuft nicht mehr, weil die Folgen von dem sind nicht mehr zu übersehen und wir dürfen auch davon ausgehen, dass eine entsprechend große Rechnung ausgestellt werden wird. Wir haben hier die Venus als Herrscherin des zweiten Hauses im zweiten Haus und auch die Herrscherin des 9. Hauses. Das heißt,
die Finanzen, die mit dem fernen Ausland zusammenhängen, denen geht es einmal mehr überraschend gut. Ich schaue nochmal, ob wir einen gespannten Aspekt haben. Naja, das Quadrat, ich schaue mal, ob die Venus schon eingreift. Naja, 21 Grad 10, sieht man das, ich drehe so ein bisschen rüber. Die Venus auf 21 Grad 10, ja, und hier der Mond 24, 34, logischerweise Pluto auch 24, 34. Die Venus ist da schon involviert, ja. Also das heißt, jetzt wird es spannend, ja, jetzt wird es spannend. Das heißt, ich habe in den letzten Horoskopen gesehen, dass es dem Finanzsystem sehr, sehr gut geht. Allerdings hängt jetzt die Venus in dieser Mond-Pluto-Oppositionsgeschichte auf 3,5 Grad drinnen. So, und wir schauen hier in den... wie heißen sie? In der Kombination der Gestirnseinflüsse schauen wir kurz nach unter Venus. Also hier haben wir Mond-Pluto und hier hätten wir quasi ja Halbsummen. Starkes Empfindungsvermögen, lebhafte Ausdrucksfähigkeit, Mutterschaft erzwingen wollt. Affektartige Steigerung der Liebesempfindungen. Naja, also affektartige Steigungen der Liebesempfindungen. Weiß nicht, ob das jetzt die Kernaussage ist, aber ich würde sagen, das Finanzsystem bekommt hier auch ein bisschen von den Schwierigkeiten mit. Logisch, ja, weil Wirtschaft und Industrie und Finanz hängen ja doch immer so ein wenig zusammen, auch wenn sich das Finanzsystem spätestens seit 1971, als die Golddeckung aufgehoben wurde, glaube ich, war es der 23.8., sich abgenabelt hat, sich komplett abgekoppelt hat. Ja. Also das heißt, wir haben ein entfesseltes Finanzsystem und das muss nicht nur wieder an die Kette genommen werden, sondern hier muss es gravierende Veränderungen geben und ich bin ein strikter Gegner von all diesen Kryptos bzw. der Einführung der digitalen Währung. Ich bin wieder ein Freund des selbst wertrepräsentierenden Geldes. Also das heißt zum Beispiel Edelmetall-basiertes Geld. Weiter zum vierten Teil. Ende.